Willkommen zur nächsten Folge von FeeDeeBee Continuum. Wie man sieht, ich habe es tatsächlich hinbekommen, das Ding ans Laufen zu bekommen. Nachdem ich dann mal im Game-Mode mir hier die richtigen, wirklich immersive Stahlblöcke besorgt habe und dann hier alles nochmal abgebaut und irgendwo draufgehämmert habe. Ich glaube, auf den kleinen Bock hier oben drauf, warum auch immer es nur da geht. Naja, ich mag diesen Mod nicht, das ist jetzt ein Grund mehr dazu. Aber ja, Jo. Nein, nicht da, nicht da. Geh da weg. Oh, Alter. Hier ist Creeper-Verbot, ey. Warum respektiert das keiner? Das ist gewesen, das weggesprengt hatte, ne? Aber, ja, das Ding steht jetzt erstmal. Also, es scheint auf jeden Fall jetzt irgendwie zu funktionieren. Kam, wie das jetzt benutzt wird, das ist der nächste fragliche Punkt. Ich hab keine Ahnung von. Müssen wir mal uns da ein bisschen durchforschen. Weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wie das jetzt genau funktioniert. Das wird sich dann jetzt halt zeigen. Man muss da halt irgendwas irgendwo anstöpseln, habe ich gelesen. Habe dann sehr viel gelesen, nachdem es dann nicht funktioniert hatte. Ja, aber jetzt geht's ja wieder. Ich weiß echt nicht, wo es gelegen hat. Also da war scheinbar irgendwo ein kleiner Bug, dass es nicht sich anklicken hat lassen. Oder dass es nur auf dem einen Block oben drauf ging. Man weiß es nicht. Fakt ist, die Kiste braucht auch Strom. Das heißt, wir müssen hier noch irgendwie einen Pfosten hinbekommen, weil sonst da kein Strom reinkommt. Haben wir noch einen Pfosten? Bestimmt nicht. Haben wir noch Zäune? Nö. Doch, ja, Pfosten. Mit Stone, da war ja was. Deswegen hatte ich doch diesen komischen, speziell gechiselten Stone, oder? Nee, Cobblestone, Cobblestone. Chiseled Stone. Ging ja nur mit dem, warum auch immer. Jo, einmal das da. Und jetzt die Pisten plötzlich hier. Alles klar. Jetzt brauche ich mal hier kurz die LV-Wire-Dinger und den Anschluss. Einen haben wir noch. Perfekt. Haben wir auch noch Kupfer auf Rolle? Nö, wir haben Kupfer so. Das kann man auf die Rolle draufbringen. Das ist keine große Sache. Einfach mal so, so, so und so. Dann haben wir Kupfer auf Rolle. Geil. So. Dann brauche ich noch mein Hämmerchen. Wo ist mein Engineer's Hammer? So, dann schauen wir mal. Ne? Autsch. Weil ich glaube, so um die Ecke bekommen wir das dann nicht direkt runter. Das heißt, wir müssen dann tatsächlich hier auf unseren Zaun drauf irgendwie einen Pfosten bauen. Weil wir könnten den Pfosten auch einfach seitlich an die Wand dran tackern. Das geht, glaube ich, auch. Geht das? Ah, mehr oder weniger. Machen wir die eins höher, dann sieht es besser aus. Ja. So, Und zwar bitte hier. Oh Mann, ist da genau da. Wow, was ist denn da los? Ey, dieses Spiel mag mich nicht mehr. Vor allem dieses Modpack mag mich nicht. Jetzt gibt es wirklich jede Mühe, dass ich es auf wirklich alle Stellen hasse, ne? So. Da kommt einfach noch ein Cobblestone-Block drunter. Ist ja keine große Sache. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Kiste hier so einen Ausleger bekommt, an dem wir dann das, das Relay dran hämmern. Und dann hier unten auf den Kasten. Hallo? Warum geht das jetzt wieder nicht? Das ist der Stromport, oder nicht? Das links rechts sind die Outputs, das ist ein Control-Port und das ist tatsächlich der Redstone-Ding. Weil? Ach, jetzt geht's wieder nicht. Alles klar. Ernsthaft? Jetzt geht's wieder nicht? Och, das kann also nicht wahr sein. Ha, da, da war es irgendwo. Ja, geil, lässt sich nicht anschließen. Super. Ja, ist eine tolle Maschine. Oder braucht der höheren Strom? Ich dachte, braucht der höheren Strom? Das könnte jetzt ein Problem werden, wenn der jetzt etwas höheren Strom braucht, als wie unseren LV-Strom hier. Tower ist 256 Flux to Pump. Jetzt ist natürlich die Frage, was halten die Dinger hier aus? Fragen wir doch mal das Google-Buch hier. Power Wire Generator. Basic Wiring. Bla 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 bla. Ja, wow, das hilft mir jetzt nicht weiter. Current Transformator. The current transformator is a measuring device for electric power. It can be hooked up in any power line and it will keep track of energy transferred to it, returning an average flux D up and right click. Aha.
Kann es eventuell sein, dass der Strom nicht ausreicht? Wir werden erstmal ein, ja, irgendein Gerät brauchen, was da den Strom uns hochpusht, weil das sonst nicht funktioniert. Könnte das eventuell sein? Multiblock-Projektor für Öl. Ja, das wäre natürlich einfach gewesen, aber, Power Generator Basic Variant Current Transformator. Ja, wahrscheinlich ist das dann so ein Gerät, was uns dann den Strom so ein bisschen hochpusht, ne? So einfach so ein Transformator halt. Aha. Ah, okay, man kann also auch das irgendwo durchleiten, das ist gut. Gut zu wissen auf jeden Fall. Dann bauen wir uns doch mal so ein Transformator-Ding zusammen. Wo haben wir den hier irgendwo stehen? Ist der hier irgendwo? Transformator, Current-Transformator, HV-Transformator. Oder brauche ich den HV? Moment. MV-Transformator, brauchen wir LV und MV. Dann kommt da klein rein und kommt groß raus. Ja. Gut, das ist jetzt natürlich die Frage. Wir gucken einfach mal. Also ich teste einfach mal ein bisschen rum, weil ich jetzt noch, ehrlich gesagt, jetzt wirklich gar keine Ahnung mehr davon habe. Ich habe mich mit dieser Mod noch nie so weit beschäftigt. Ich habe davor immer die Flucht ergriffen und mir dachte so, nö, ohne mich. Sollen wir jetzt mal schauen. Deswegen habe ich mich eben auch verrechnet, weil da kamen durch zu viel raus. Oder? Oder doch nicht? Moment. Das ist hier ein relativ einfaches Gerät tatsächlich, aber wir brauchen tatsächlich den hier. Da habe ich mich auch wieder verrechnet. Hä? Ich glaube, Elektrum ist doch Gold und Silber, ne? Meine ich zumindest, dass es Elektrum gäbe. Kohle kommt bitte da rein. Elektrum. Kommt Elektrum raus? Wir hoffen mal, dass Elektrum rauskommt. Können wir uns ja schon mal den Kompass bauen. Warum auch immer das Ding einen Kompass braucht. Ich meine, ich habe irgendwo Bronze gesehen, tatsächlich, eben bei dem Rezept. Ach ne, machen wir gar nicht mit denen. Ah, kann also weg. Weil wir brauchen noch so eine LV-Geschichte hier, weil das wieder wahrscheinlich dann nicht reicht, weil wir noch eine mehr brauchen. Und wie kosten die, was kosten die MV? War klar, mit Eisen. Weißt du, das ist doch so unverschämt. So unverschämt. Das kann man doch nicht ernst meinen, dieses Spotpack, weißt du? Das ist doch eine reine Frechheit. So, Elektrum. Zack, zack. Brauchen wir uns aber eigentlich alles. Egal, komm, mach einfach alles davon, ne? Dann mache ich hier wieder ein paar Röllchen. LV, MV-Wire. Das heißt, Mittelvolt, aber doch noch Kabel dafür dann. Das heißt, wir müssen dann auch nochmal zwei davon machen. Also MV wahrscheinlich dann, ne? Low Voltage, Middle Voltage und High Voltage, keine Ahnung. Wie da die exakte Definition bei aussieht. Eisen. Weißt du, unser Eisen, weißt du? Es wird einfach auf Dauer nicht mehr. Es bleibt einfach gleichbleibend wenig. Das kannst du mir doch nicht erzählen. So. Jetzt brauche ich hier so ein MV-Wire. Und jetzt ist das Ding hier auch schon fertig. Transformator. Ist natürlich die Frage, wo das Ding hingestellt bekommen. Er würde Sinn machen, das dahin zu stellen, wo der Pfosten steht. Weil dann kann man da dann die Kabel so ein bisschen fluppen lassen. Erstmal bräuchte ich jetzt mal eine Handvoll Cobblestone, dass ich da auch mir so eine Art Podest hinzimmern kann, dass dann da auch alles wirklich so stehen bleibt, ne? Das heißt, wir reißen jetzt erstmal diesen Pfosten hier wieder weg. Ja, Pfosten, du bist gemeint. Tschüss. Und dann hämmern wir uns hier einen so ein Ding hin. Und da tackern wir das dann den Transformator drauf. Ja, der hat auch schon die richtige Polung. Das LV-Wire hängen wir dann einfach hier an den Verteiler. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das dann auch so wollen. Da anschließend, we cannot attach this wire hier. Okay, das passt schon mal, das ist richtig. Mal gucken, was war. Aber hat sich. Oh nein. Oh, es gibt auch extra. Es gibt extra Millivolt Relays. Ich glaube, das sind immer dieselben. AV. Ja, gut, der sieht immer am geilsten aus, aber. Warum gibt es denn hier auch. Achso, der ist anders. Na egal, ich sag das zunächst. Der ist ganz billig. Kriegen wir hin, ne? Genau, das. Das Elektrum Wire stellen wir jetzt auch mal eben her. So. Der Pfosten kommt mit. Den brauchen wir, also ich glaube, als Zwischenschalter, weil sonst das hier nicht klappt, weil das dann sich hier zu eng ist, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt bitte funktioniere.
Warum klappt das jetzt nicht? Ist doch jetzt ein schlechter Shatter, da braucht das Ding High Voltage. Gut, finden wir es auch mal raus. Dann gucken wir mal nach. Bauen wir uns mal eben so einen High Voltage Connector mit Aluminium. Warum auch immer man Aluminium dafür benutzt, weil. Weiß ich nicht. Höherer Schmelzpunkt. Keine Ahnung. 20 Gründe, um Aluminium nicht zu verwenden. I don't know. Ich baue noch einen davon. Halleluja, das ist wieder so. Boah, das ist so richtig Krampf, ne? So richtiger Krampf. So, das tun wir eben kurz rein. Geben dem mal kurz ein bisschen Saft und dann haben wir ja voll. Dann springe ich mal eben kurz hier ins Bett hinauf. In der Hoffnung, dass wir dann mal kurz irgendwie Tag haben und dann der ganze Sachverhalt sich irgendwie aufklärt, warum diese Kackkiste da hinten nicht funktioniert. Oder warum sie keinen Strom annimmt. Ich meine, es gab irgendwas, habe ich gelesen, dass das Ding nur reagiert, wenn das da irgendwas drunter hat, aber ja, weiß ich nicht. Nee. So, HV Wire Relay. So. Wehe, das klappt jetzt nicht. Dann muss die Pumpe umgesetzt werden. Okay. Das heißt, entweder ist die Pumpe hier, also entweder gibt es in diesem Chunk, da wo die Pumpe steht, kein Öl, weil dann hieß es, dass diese Pumpe da, wo sie steht, kein Öl findet, wenn das nicht klappt. Irgendwo habe ich das gelesen, aber sonst wäre. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was da jetzt das Problem bei sein soll. Wir stellen sie einfach mal irgendwo anders hin. Ich meine, Kabel haben wir jetzt genug, ne? Und auch, in allen möglichen Arten von Spannungen. Also, ne, wir können jetzt hier auf Mittelvolt, auf Hochvolt, auf Endstufe, auf Zwischenstufe, auf Mittelstufe arbeiten. Ne? Wir haben jetzt hier auf jeden Fall genug Stromstufen zur Verfügung. Ne? Daran sollte es nicht scheitern. Mal kurz gucken, dass jetzt die Chunks anzeige. Die Chunks, das ist so. Das heißt, das hier ist ein Chunk. Das heißt, da müsste die Pumpe jetzt hier vorne hin. Das ist dann der nächste Chunk. Weil es irgendwie individuell für jeden Chunk berechnet wird, keine Ahnung. Ja, egal. Ich meine, ich bräuchte es eigentlich gar nicht, weil ich weiß, wo halt Öl zu finden ist. Zumindest flüssiges Öl, ob das richtige Öl ist, weiß ich natürlich nicht, aber. Ne, man kann ja mal hoffen. So, das heißt, jetzt reiße ich die Kiste wieder ab, weil es ist schön nicht, ne? Weil es so schön ist, ne? So, vor allem, ich kenne jetzt auch das Rezept auswendig zum Aufbauen, weil das jetzt auch schon 4-5 Mal gemacht habe, ne? Wo ich mir auch denke, so, ja, geil. Macht Spaß. So, das ist ein neuer Chunk hier, das heißt dann, Moment. Hä? Fehlt doch ein Block. Hä, wo ist denn der zweite Light Engineering Block? Der fehlt doch jetzt. Wo ist der hin? Wenn er jetzt noch anfängt, mich hier zu bescheißen, dann habe ich aber echt. Dann ist aber echt die Ende gleich. Mit dieser Mod. Dann wird die hier hochpersönlich rausgeworfen aus diesem Pack. Ich weiß noch nicht wieder, aber das ist mir egal. Die kommt dann hier raus. Die fuckt ab. So, da drei. Da drei. Hä? Der ist einfach. Hä? Hä? Kann der nicht einfach verschwinden, der Block? Wobei, geht hier bestimmt. Das ist natürlich keine Seltenheit, ne? Der war falsch. Der muss noch eins weiter. Wo ist das Ding hin? Wo ist das Ding hin? Der lag doch hier eben noch. Ich meine, die Maschine war doch vollständig. Das kann ja nicht weg sein. Das wird doch jetzt, weißt du, das kann doch nicht angehen. Das ist so nicht Spiel. Dann hole ich mich jetzt einfach im Game Mode zurück, weil. Der Block, der war ja definitiv da. Es hat ja funktioniert, ne? Die Kiste war ja schon mal ganz. Irgendwie. Block suchen, wo ich draufhämmern kann, was dann hier alles zusammenbaut. Ah, da war er. Resonant Control not inverted. Okay. Hier haben wir gar nichts. Das ist der Dings-Ausput für irgendwas. Das ist natürlich die Frage, wie ich Strom dann bekomme, aber ich glaube, die Folge ist schon wieder zeitlich so fortgeschritten,
dass das sich schon gar nicht mehr lohnt, dann würde ich sagen, an der Stelle erstmal, ja, machen wir nächste Folge weiter, vielleicht läuft es dann. Wir können aber, bevor wir jetzt irgendwas sagen, ich will jetzt testen, ob da einer von diesen Kabeldingern drauf passt. Das muss ich jetzt noch wissen, sonst kann ich heute Nacht nicht ruhig, schlafen, das geht dann nicht. Das Ding LV, MV oder irgendein anderes V haben will, das wollen wir noch jetzt mal sehen. Es kann nicht sein. Von hier kommen so ganz komische Partikel. In der Kiste ist irgendwas faul. Ich weiß aber nicht was, aber irgendwas ist da faul. Aber wir werden es doch irgendwann rausfinden. Oder einer von euch schreibt mir das, werden wir ja sehen. Aber bis dahin, haut da erstmal rein und...